Servus und hallo. Ja, heute sind wir mal wieder on Tour, das heißt Onboard News. Und heute mal sogar spezial, weil wir sind zu viert im Auto und die Mitfahrer werden mich gleich ein paar Fragen stellen. Aber erstmal möchte ich so ein paar News loswerden, was es so Neues gibt. Die einen oder anderen werden ja erfahren haben, dass es jetzt mittlerweile wieder jeden Sonntag wieder Videos gibt. Weil wir haben so viele Videos mittlerweile in der Pipeline, dass wir sagen können, wir können jetzt jeden Sonntag um 11 Uhr wieder Videos posten. Wie lange das geht, wissen wir nicht, aber aktuell haben wir wirklich so viele Videos, dass es für 8 Wochen reicht, Stand heute. Wir müssen mal gucken, ob wir es durchziehen können. Ansonsten wird es ja wieder eine Info geben, wenn da mal wieder ein Sonntag ausfallen wird. Aber ansonsten ist es erstmal geplant für die nächsten Wochen, dass jeden Sonntag ein Video kommt. Ja, zweiter Punkt, der für den einen oder anderen sehr, sehr interessant ist, was auch sehr, sehr viele verfolgen, ist das Tuning. Die einen oder anderen wissen ja, ich habe ja meinen Meister gemacht und habe das Ganze so ein bisschen hinten angestellt. Aber ich habe einen Auspuff bestellt. Die Leute, die jetzt meinen Kanal aufmerksam verfolgen, können sich vielleicht sogar denken, welche Firma. Weil dazu werde ich keine weiteren Infos geben. Da kommt nochmal ein ausführliches Video. Aber Auspuff bestellt. Lieferzeiten sind Juli. Also im Juli wird er erst montiert. Ging leider nicht früher, aber es ist immer noch rechtzeitig, bevor es nach Mendig geht. Genau, auch männlich ist ein Punkt. Männlich sind wir gerade in der Planung. Wie gesagt, wir werden wieder mit ein paar Leuten vor Ort sein. Ich werde vor Ort sein. Für euch wäre die Möglichkeit, sich das Auto anzugucken, eure Fragen dort loszuwerden, sich mit mir zu unterhalten. Und ja, ansonsten habe ich jetzt dementsprechend das relativ spontan gemacht. Habe jetzt natürlich keine Fragen von euch. Und habe mir gedacht, okay, wenn wir zu viert unterwegs sind, vielleicht haben wir meine Mitfahrer Fragen. Deswegen frage mal, gibt es hier Fragen im Auto? Ja, natürlich. Erste Frage wäre, die Halbstandsitze, die du hast, ja, geben die nach wie vor die Performance wie beim Kauf? Ja, also da muss ich wirklich sagen, hätte ich jetzt nicht gedacht, weil man ja doch dachte, bei Seat sind es dann vielleicht billige Materialien. Ich muss sagen, da sitzt es immer noch sehr, sehr fest und immer noch schön, also da lehnt sich immer noch schön am Körper rum. Ich finde, der sitzt immer noch nach wie vor sehr, sehr gut, muss ich wirklich sagen, kann ich immer wieder empfehlen. Langstreckentauglich vor allem. Ich fahre ja mit dem Auto wirklich sehr, sehr viel auf Autobahnen oder auf weite Strecken, dafür ist er echt top. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Hier im Innenraum, du fährst den Wagen mittlerweile 70.000 Kilometer. Ja. Klappert und knorkst irgendwas? Nein, also wirklich, das ist auch sehr beachtlich. Also hier klappert nichts, hier knarzt nichts. Klar, wenn man mal die Musik ein bisschen lauter hat und die Musik von der Qualität her nicht so gut ist, dann scheppert es oder vibriert es mal ein bisschen in den Türen. Aber es hält sich echt in Grenzen. Windgeräusche hat man immer noch nicht großartig, das ist auch noch sehr, sehr gut isoliert. Also ich bin nach wie vor auch, was Innenraum angeht und Qualität des Innenraums angeht, immer noch sehr, sehr zufrieden. Also man glaubt es nicht, weil es eigentlich ja ein Seat ist, aber doch, es ist wirklich so. Okay, und wie viele Reparaturen bzw. Garantiefälle hattest du schon? 2-3 Monate, nachdem ich das Auto hatte, ist der ACC-Sensor vorne kaputt gegangen. Wurde komplett mit der Garantie übernommen, gab es auch gar keine Probleme. Das Auto wurde ausgelesen, wurde festgestellt, der Computer ist kaputt, wurde neu bestellt, eingebaut, neu justiert. Ich habe dann mal später gefragt, was es mich hätte gekostet. Es wäre 920 Euro gewesen, hat aber Seat ohne Probleme übernommen. Ansonsten Reparatursachen an sich hatte ich bisher, wie gesagt, die Bremsen, aber es ist auch einfach dem geschuldet, aufgrund der starken Belastung auf der Rennstrecke. Aber ansonsten war in diesem Auto nichts. Alles andere sind so Verschleiß, Reifen etc. Sonst weitere Reparaturen hatte ich nie gehabt mit dem Auto. Okay. So. Dein Navi. Ist das noch aktuell? Also ist das weiterhin verlässlich oder hast du mittlerweile ein Update durchgeführt, um die neuen Karten zu bekommen? Ich habe damals Mapcare dazu bestellt, das heißt, ich kann 3 Jahre lang quasi ein Kartenupdate mir kostenlos runterladen. Das habe ich bisher wirklich bloß einmal gemacht, ging ohne Probleme. Aber mittlerweile sage ich, also Kartenmaterial ist immer noch aktuell, aber mittlerweile habe ich so festgestellt, dass das System komischerweise immer langsamer wird. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber bis das Navi sich öffnet, bis ich alles möglich eingeben kann, vergeht bei dem jetzt mittlerweile schon sehr, sehr viel Zeit. Kann auch einfach dem geschuldet sein, dass ich mittlerweile auch sehr, sehr viel mit dem 300er zu tun habe und dort einfach alles schon flüssiger abläuft und funktioniert, dass ich deswegen sage, das Navi hier ist tierisch langsam. Gut. Und an deinem Spritverbrauch, 70.000 Kilometer, ist das eine enorme Laufleistung. Hat sich da was verändert? Also ist der gestiegen, ist er gefallen? Klar, durch die ein, zwei Sachen, die Tuning, die man betreibt, dass da auch der Sprit unterleidet. Hat sich da jetzt bei dir auch groß was verändert? Also ich muss sagen, Spritverbrauch hat sich gar nicht verändert, dahingehend jetzt auf die Laufleistung betrachtet. Ich habe natürlich jetzt in der gewissen Zeit auch viel
testen können. Also mein minimaler Verbrauch waren 6,7 Liter und eine Reichweite von 720 Kilometer. Das habe ich mal in der Urlaubsphase gehabt. Genau das Gegenteil habe ich auch schon erreicht. Ich bin mal mit 19,9 Liter gefahren und eine Reichweite von 270 Kilometer. Also ich habe beide schon durch bei dem Auto. Aber der Normverbrauch, wenn ich mit dem Auto ganz normal fahre, liegt so bei 8,5 bis 9 Liter. Und das ist auch ein realistischer Wert. Wenn man wieder gemütlich fährt, liegt man vielleicht so bei 7,5. Aber ich nehme immer realistisch so 8,5 bis 9 Liter an. Und das hat sich eigentlich jetzt so über die letzten Monate und Jahre, sage ich mal, auch so konstant gehalten. So, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Was wir sagen können, wir können jetzt jeden Sonntag um 11 Uhr wieder Videos posten. Wie lange das geht, wissen wir nicht, aber aktuell haben wir wirklich so viel.